Es gibt eine weitere Entscheidung zum Thema Facebook und Recht. Nachdem im letzten Jahr der EuGH über die Facebook-Fanpages entscheiden musste, war dieses Jahr der Facebook-Like-Button dran. Der EuGH musste entscheiden, ist der Webseitenbetreiber, der einen solchen Like-Button auf seiner Homepage installiert hat, ist der dafür verantwortlich, wenn Facebook Datenschutzverstöße begeht? Was der EuGH entschieden hat und wie jetzt nun zukünftig Webseitenbetreiber in der Praxis vorgehen sollten, mehr dazu jetzt im Video. Ich begrüße euch zu einem neuen Video mit dem heutigen Thema Datenschutzrisiko, Facebook-Like-Button und Social-Media-Plugins. Mein Name ist Tobias Röttger und ich bin Rechtsanwalt für Datenschutz, Social-Media und Online-Marketing-Recht. Von vielen Webseiten ist der Gefällt mir-Button oder auch Like-Button genannt, überhaupt nicht mehr wegzudenken. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes Social-Media-Plugin. Diese Social Media Plugins werden in Form von Iframes in eure Website eingebunden. Das heißt, hierbei handelt es sich um einen Code und dann wird das Plugin dort eingebunden. Man kennt es zum Beispiel sehr gut von YouTube-Videos. Wenn ihr YouTube-Videos einbettet, dann habt ihr das Video selbst nicht auf eurem Server hochgeladen, sondern ihr bindet nur einen Code ein und dann wird von der YouTube-Seite das Video auf eurer Seite wiedergegeben. Diese Social Media Plugins, wie zum Beispiel der Like-Button, der ermöglicht zum Beispiel das Teilen eines Artikels direkt in Facebook über eure Seite. Und das begibt natürlich viel mehr Reichweite und hat dadurch einen Werbeeffekt für euch. So einfach es auch ist, einen solchen Social Media Plugin in eurer Website einzubinden, gibt es doch gewisse datenschutzrechtliche Bedenken gegenüber diesen Plugins. Denn wenn ein Besucher eure Seite besucht, werden schon automatisch, er muss noch nicht mal dieses Plugin aktivieren, werden automatisch von ihm personenbezogene Daten, wie beispielsweise seine IP-Adresse und auch andere Daten, wie zum Beispiel das Datum und der Zeitpunkt seines Besuchs sowie gewisse technische Daten des Browsers, an den jeweiligen Plugin-Diensteleister übermittelt. Das heißt, habt ihr zum Beispiel den Like-Button von Facebook installiert auf eurer Webseite, wird dann an Facebook diese Daten eurer Besucher übermittelt. Viele Datenschützer sehen halt insbesondere darin ein Problem, dass diese Daten schon übertragen werden, wenn der Besucher nur auf die Homepage kommt, wie ich es gerade eben gesagt habe. Das heißt, er muss es nicht erstmal aktivieren und auch vollkommen unabhängig davon, ob der Besucher beispielsweise ein Facebook-Mitglied ist, also ein Facebook-Konto hat oder kein Konto hat. Also von jedem Besucher werden Daten übertragen und zwar im Hintergrund und ohne, dass dieser Besucher davon irgendwas mitbekommt. Die Verbraucherzentrale NRW wollte klären lassen, ob dieses Verhalten eines solchen Sende- oder Gefällt-mir-Buttons, ob das datenschutzrechtlich in Ordnung ist und vor allen Dingen, ob der Betreiber einer Webseite, der einen solchen Button eingebaut hat, dafür haftet oder nicht. Und deswegen haben sie sich ein Exempel rausgesucht und sind gegen P&C, gegen deren Seite Fashion ID vorgegangen. In erster Instanz vor dem Landgericht Düsseldorf haben sie auch Recht bekommen. Dort hat das Landgericht Düsseldorf entschieden, dass die P&C, also Peek & Cloppenburg, dafür verantwortlich ist, wenn Datenschutzverstöße über diesen Gefällt mir-Button generiert werden und dass dann auch P&C tatsächlich dafür verantwortlich ist als Betreiberin der Seite. Die sind dagegen in Berufung gegangen. Die Berufung ist vom OLG Düsseldorf anhängig. Und das OLG Düsseldorf hat gesagt, da gibt es jetzt doch so ein paar entscheidende Fragen. Die legen wir dem EuGH vor und der soll darüber mal entscheiden. Unter anderem die Frage, liegt hier eine gemeinsame Verantwortlichkeit bei Datenschutzverstößen von Facebook zwischen Facebook und dem Seitenbetreiber, der das Plugin installiert, vor? Und vor allen Dingen wollten sie auch wissen, braucht man vorher eine Einwilligung der Besucher, bevor deren Daten gesammelt und übertragen werden an Facebook? Oder reicht hier das berechtigte Interesse aus? Und dazu mehr hat jetzt der EuGH entschieden. Der EuGH hat diese Fragen jetzt auch aktuell zumindest zum Teil beantwortet in seiner Fashion ID-Entscheidung. Und zwar, oh Wunder, gar nicht so anders als auch in der Facebook-Fanpage-Entscheidung.
Auch hier ist der EuGH auf der gleichen Linie und hat gesagt, ja, der Website-Betreiber, der ein solches Social-Media-Plugin einbaut, das diese Daten sammelt und an dritte Unternehmen weiterleitet, der ist gemeinsam verantwortlich mit dem Diensteanbieter, der quasi dann diese Daten verarbeitet. In diesem Falle hier sagt der EuGH, hier ist Fashion ID, also P&C, das Unternehmen, das die Website Fashion ID betreibt, gemeinsam verantwortlich mit Facebook für diese Datenverarbeitung, was mit den Daten passiert. Und vor allen Dingen haben sie gesagt, weil das wurde auch hier in diesem Urteil wieder von den Beklagten vorgetragen, sie hätten ja gar keinen Einfluss auf das Sammeln der Daten und sie wüssten auch überhaupt nicht, was mit den Daten bei Facebook geschieht. Dann hat er gesagt, vollkommen unabhängig davon, ob die tatsächlich Zugriff auf diese Daten haben, der Website-Betreiber, er haftet dafür, er ist gemeinsam verantwortlich für diese Datenverarbeitung. Und auch in dieser Entscheidung sind die Argumente quasi genau die gleichen wie in der Facebook-Fanpage-Entscheidung. Der EuGH sagt nämlich, es ist vollkommen ausreichend für die Verantwortlichkeit, dass der Seitenbetreiber nämlich dieses Plugin in seine Website einbindet. Weil dadurch eröffnet er ja auch erst überhaupt die Möglichkeit, dass Facebook Daten über die Seite sammeln kann. Und auf der anderen Seite hat auch der Fanpage-Betreiber, sondern der Webseitenbetreiber ja auch einen Vorteil durch die Verwendung des Plugins, sonst würde er ihn ja auch nicht einbauen. Nämlich dadurch wird ihm auch mehr Reichweite generiert, weil wenn die Leute dieses Plugin verwenden, wird beispielsweise der Artikel, der dadurch geliked wird, oder wenn der über das Plugin der Artikel geteilt wird, wird dieser Artikel ja dann über Facebook geteilt und dadurch wird er natürlich einem neuen Publikum bekommt ein neues Publikum diesen Artikel zu sehen und kann dort auch immer mehr geteilt werden und dadurch hat er einfach viel mehr Reichweite und deswegen sagt der EuGH, liegt automatisch eine gemeinsame Verantwortlichkeit für diese Datenverarbeitung über dieses Plugin vor. Jetzt stellen sich natürlich viele da draußen die Frage, hafte ich jetzt für alles, was Facebook macht, also was die mit den gesamten Daten machen, die über den Social Media Plugin, über den Like-Button gesammelt wurden und wenn Facebook dann mit den Daten in Anführungsstrichen Mist baut, hafte ich dann dafür? Also so, dafür trägt man nicht die komplette Verantwortung. Das hat der EuGH auch nochmal klargestellt. Der Webseitenbetreiber ist nur für das Datensammeln und für das Weiterleiten verantwortlich. Ja? Dort besteht eine Verantwortlichkeit. Was später Facebook mit den Daten macht, das liegt im Verantwortungsbereich von Facebook. Und genau diese gemeinsame Verantwortlichkeit ist so der erste Stolperstein, wenn die Frage gestellt wird, kann man den überhaupt legal, einen Facebook-Button, benutzen? Denn wie wir ja auch von dem Facebook-Fanpage-Urteil wissen, wenn eine solche gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegt, dann verlangt die DSGVO nach Artikel 26 den Abschluss einer Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit, das sogenannte Joint Controller Agreement. In dieser Vereinbarung wird dann genau dargelegt, wer welche Aufgaben übernimmt und wer für was verantwortlich ist. Ein solches Joint Controller Agreement existiert aber aktuell für den Like-Button nicht. Ja, und das gleiche gilt auch für andere Social Media Plugins, wie wenn man beispielsweise Twitter-Tweets einbettet oder wenn man YouTube-Videos einbettet. Auch hier in diesen Social Media Plugins oder in diesen Social Media Funktionen, die man bei sich auf der Seite einbetten kann, wenn Daten gesendet werden, was bei vielen passiert, benötigt man immer dieses Joint Agreement, ja, dieses Joint Controller Agreement. Das besteht nur bisher für Facebook Fanpages und das hat auch relativ lange gedauert, bis Facebook damals ein solches Agreement aufgesetzt hat. Das Urteil war im Juni 2018, glaube ich, also irgendwann Mitte 2018 und dieses Joint Controller Agreement wurde erst Anfang diesen Jahres wurde das überhaupt aufgesetzt, nachdem Facebook relativ viel Druck bekommen hat. Also auch hier muss man schauen und abwarten, ob ein solches Joint Controller Agreement aufgesetzt wird. Das heißt, faktisch ist momentan die Nutzung eines Social Like Buttons, jetzt hier von Facebook, ist illegal, solange kein Joint Controller Agreement besteht.
Neben der Frage, ob der Website-Betreiber für das Social-Media-Plugin mitverantwortlich ist, dadurch, dass die Daten sammeln und an Facebook weiterleiten, stand die Frage im Raum, benötigt der Website-Betreiber vielleicht auch die Einwilligung seiner Besucher, da ja deren Daten gesammelt und an Facebook weitergeleitet werden, oder kann er hier auf das berechtigte Interesse abstellen? Die Frage wurde jetzt noch nicht so ganz eindeutig beantwortet, aber es gibt doch eine ganz, ganz klare Tendenz. Denn der EuGH hat gesagt, dann, wenn ein solches Social-Media-Plugin, wie zum Beispiel der Facebook-Like-Button, wenn die Cookies verwenden sollten, dann brauchen sie nach der Ansicht des EuGH, benötigt man auf jeden Fall eine aktive Einwilligung des Website-Betreibers in das Sammeln und Weiterleiten der Daten. Der EuGH hat aber jetzt noch nicht entschieden, ob hier in diesem Like-Button-Fall tatsächlich Cookies verwendet werden. Das muss das OLG Düsseldorf im Rahmen des Berufungsverfahrens jetzt klären. Soweit mir bekannt ist, verwendet dieser Like-Button tatsächlich die Cookie-Technologie. Also es werden Cookies gesetzt. Und das bedeutet nach Ansicht des EuGH, wenn man einen solchen Like-Button verwendet, benötigt man von seinen Website-Besuchern zukünftig die Einwilligung. Ja? Und man kann sich hier nicht auf das berechtigte Interesse berufen. Das hat aber jetzt nicht nur Auswirkungen, diese Entscheidung auf den Like-Button, sondern auf sämtliche Social-Media-Plugins, die Cookies verwenden. Und da sind relativ viele draußen. Ich sage nur mal ganz einfach, beispielsweise YouTube-Videos, wenn man diese in der Standardversion einbettet, auch dort werden Cookies gesetzt. Und hier braucht man nach Ansicht des EuGH zukünftig die Einwilligung der Nutzer, bevor dieses YouTube-Video läuft und die Daten übermittelt werden. So, alles klar, EuGH hat gesagt, Cookies. Wenn Cookies gesetzt werden, braucht man eine Einwilligung. Leider ist es, weil wir natürlich in Deutschland sind, nicht ganz so einfach. Denn der EuGH hat sich in seiner Argumentation auf die Cookie-Richtlinie bezogen. Wir müssen bedenken, dieser Fall Fashion ID, der spielt schon vor einigen Jahren. Das ist noch bevor die DSGVO in Kraft getreten ist. Und dieser Cookie-Richtlinie ist Deutschland so eins der wenigen Länder, ich weiß gar nicht, ob es das einzige Land ist, auf jeden Fall ist Deutschland dieser Cookie-Richtlinie damals nicht beigetreten. Der EuGH argumentiert aber die ganze Zeit über die Cookie-Richtlinie bei der Beantwortung der Frage, ob es hier tatsächlich eine Einwilligung bedarf oder nicht. Das Ganze wird spätestens dann aufgelöst, wenn die E-Privacy-Verordnung in Kraft tritt. Nur leider wissen wir derzeit nicht, wann die überhaupt kommt und wann sie in Kraft tritt, weil in der E-Privacy-Verordnung, das ist der Nachfolger der Cookie-Richtlinie und dem wird auch dann Deutschland auch beitreten, in der wird das dann geregelt. Aber bis dahin haben wir jetzt so einen Schwebevorgang. Es kommt demnächst noch ein neues EuGH-Urteil, das dann im Rahmen der DSGVO die Rechtsprechung führen wird. Und da werden wir eindeutigere Antworten bekommen. Aber die Tendenz ist klar. Die Tendenz der Rechtsprechung geht nämlich ganz klar in Richtung der Ansicht der Datenschutzkonferenz. Datenschutzkonferenz, das ist der Zusammenschluss der Landesdatenschutzbeauftragten. Und die haben nämlich immer gesagt, man benötigt immer dann eine Einwilligung, wenn es sich um nicht zwingend notwendige Cookies handelt. Ja? Ein zwingend notwendiges Cookie ist zum Beispiel der Warenkorb-Cookie. Ja? Dafür benötigt man vorher keine Einwilligung der Besucher. Aber vor allen Dingen beispielsweise sämtliche Tracking-Cookies, sagt die Datenschutzkonferenz, nach deren Ansicht benötigt man hierfür immer eine Einwilligung und kann man sich nicht auf das berechtigte Interesse zurückberufen. Das war ja bisher massiv umstritten, ja? Zwischen Rechtsanwälten, zwischen Datenschützern etc. Aber wie wir jetzt sehen, die Tendenz auch der EuGH-Rechtsprechung aus diesem Social-Media-Like-Button-Fall, ja, der Fashion-ID-Fall und auch ein weiterer Fall, der jetzt im Oktober kommt, da hat schon der Generalanwalt, der immer vorab seine Stellungnahme abgibt, auch der schlägt genau in diese Bresche. Da wird wirklich gesagt, dass bei allen Cookies, die nicht zwingend notwendig für den Betrieb der Webseite sind, man immer die Einwilligung einholen muss. Und diese Tendenz, ja, sollte man als vorausschauendes Unternehmen durchaus zur Kenntnis nehmen und dementsprechend sich jetzt aufstellen. Der EuGH hat jetzt also nicht nur die Frage beantwortet, wer ist verantwortlich, also wie wir festgestellt haben, gemeinsame Verantwortlichkeit. Muss man eine Einwilligung einholen? Nach Ansicht des EuGH ja.
nach meiner Ansicht sollte man das jetzt auch langsam tun, sondern er hat auch nochmal klar und deutlich darauf hingewiesen in seiner Entscheidung, man muss auch seine Besucher darüber informieren, dass einerseits Daten über dieses Social Media Plugin gesammelt werden und dann an den Diensteanbieter des Social Media Plugins weitergeleitet werden. Wie informiert man seine Besucher? Ganz klar über die Datenschutzerklärung der Website. Dort muss dann das Cookie, sondern dort muss das Plugin genannt werden. Dort müsst ihr dann auch die Rechtsgrundlage nennen. Werdet ihr, wenn ihr dann eine Einwilligung habt, werdet ihr natürlich über die Einwilligung machen. Solange ihr noch keine Einwilligung habt, macht man es derzeit über das berechtigte Interesse, was vermutlich nicht mehr ausreichen wird zukünftig. Und dann legt ihr genau da, was für Daten gesammelt werden und an wen die übertragen werden. Alles im Rahmen der Datenschutzerklärung. Ihr müsst im Rahmen dieser Datenschutzerklärung aber auch nur darüber informieren, was auf eurer Seite passiert. Das heißt also, was macht dieses Social Media Plugin, welche Daten sammelt es und an wen wird es übertragen. Ihr müsst dort nicht aufklären, was macht beispielsweise Facebook mit den Daten, weil das wird Facebook euch auch nicht kundtun und das könnt ihr gar nicht wissen. Diese Information muss später Facebook auf ihrer eigenen Website in ihrer Datenschutzerklärung geben. Die Webseitenbetreiber jetzt da draußen, die das hören, fragen sich natürlich als erstes, okay, ich habe jetzt noch den Like-Button oder ich habe andere Social-Media-Plugins, wie beispielsweise ich binde YouTube-Videos ein. Habe ich jetzt ein Haftungsproblem, wenn ich das jetzt irgendwie so weitermache? Weil der hat ja gesagt, das ist ja noch für Deutschland nicht so ganz entschieden, weil da kommt ja noch die E-Privacy-Richtlinie und die Cookie-Richtlinie, auf die sich der EuGH bezieht, die gilt ja für Deutschland noch nicht so. Aber doch, ja, es besteht ein eindeutiges Haftungsrisiko. Allein schon deswegen, wenn ihr aufgepasst habt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit und spätestens seit der DSGVO, also seit 2 Jahren, fordert die DSGVO für eine solche gemeinschaftliche Verantwortlichkeit, dass ein Joint Controller Agreement besteht, wie wir vorhin gesehen haben. Und allein deswegen besteht schon hohes Haftungsrisiko, weil derzeit gibt es dieses Joint Controller Agreement nicht für den Like-Button. Und mir ist es auch nicht bekannt, dass es für die YouTube-Videos ein solches Joint Controller Agreement besteht. Allein deswegen besteht schon mal ein Haftungsrisiko. Ein weiteres Haftungsrisiko besteht natürlich dadurch, wenn man selbst keine Einwilligung einholt und jetzt spätestens vielleicht dann das OLG Düsseldorf entscheiden wird, dass man eine Einwilligung einholen muss. Oder wenn im Rahmen davon Bußgeldverfahren Datenschutzbehörden der Ansicht sind, man muss Einwilligungen einholen und dann wird gerichtlich entschieden, ja, man benötigt eine Einwilligung. Also ein gewisses Haftungsrisiko ist da. Wie ist es aber jetzt in der Praxis? Gibt es jetzt schon massive Bußgelder und Abmahnungen gegen Webseitenbetreiber, die tatsächlich solche Social-Media-Plugins wie den Like-Button verwenden? Nein, also bis zum jetzigen Zeitpunkt sind mir so gut wie überhaupt gar keine Verfahren bekannt. Also weder Bußgeld noch Untersagungsverfahren noch Abmahnungen. Selbst bei Fragen des Trackings gibt es so gut wie keine Verfahren bisher. Das wird natürlich jetzt in Zukunft sicherlich zunehmen, wenn diese Fragen jetzt mehr und mehr eindeutig geklärt sind. Also ich gehe mal davon aus, wenn jetzt im Oktober die nächste EuGH-Entscheidung ansteht und die, wenn die relativ eindeutig ausfallen wird, dahingehend, dass man sagt, ja, auch unter der DSGVO benötigt man vor allen Dingen für Tracking-Cookies zukünftig eine Einwilligung, dann werden sicherlich die Datenschutzbehörden langsam aktiv werden. Bisher befinden wir uns, wie gesagt, noch in so einer Art Wartestatus. Deswegen sage ich, nehmt diese Tendenz an und bereitet euch darauf vor. Es gibt nämlich unterschiedliche Lösungen, wie man beispielsweise auch einen solchen Social-Media-Button wie den Like-Button relativ rechtskonform einsetzen kann. Das ist unter einem die sogenannte Zweiklick-Lösung. Dann gibt es noch die Sheriff-Lösung für Social-Plugins. Dann haben wir noch die Möglichkeit, dass man vorher Cookie-Opt-In-Banner setzt, sogenanntes Consent-Banner. Oder wenn ihr für euch feststellt, eigentlich nutzen wir das gar nicht oder unsere Zuschauer bzw. unsere Besucher nutzen dieses Social Media Plugin gar nicht, es ist quasi wie verweist auf der Seite, dass ihr es einfach löschen könnt. Die einzelnen Möglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, werde ich euch jetzt mal etwas näher darlegen.
Der Streit um den Facebook-Like-Button ist ja auch nicht so ganz neu. Deshalb gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, von dem Heise Verlag wurde der entwickelt, die sogenannte Zwei-Klick-Lösung. Ja, da wurde ein Button entwickelt, der quasi als erstes angeklickt werden muss und dort werden noch keine Daten gesammelt und weitergeleitet. Man muss den erstmal anklicken. Danach bekommt man die Information als User, dass hier, wenn er nochmal klickt, also ein zweites Mal klickt, dass dann die und die Daten gesammelt werden und dann dementsprechend an das Netzwerk wie hier Facebook weitergeleitet werden, so dass der User vorher zumindest gewisse Informationen bekommt und dann selbst entscheiden kann, ja, ich will tatsächlich diesen Like-Button verwenden und bin dann mit quasi dann auch einverstanden, dass meine Daten übertragen werden, weil das wurde mir ja vorher kundgetan. Das Problem bei dieser Zwei-Klick-Lösung war, die war relativ unscheinbar von der Optik her, so grau hat sich quasi in die Seite ja perfekt eingebunden, auch optisch, aber so, dass sie gerne übersehen wurde, weil es nicht so diese bunte, super Lösung war. Da gab es die nächste Lösung, die da weiterentwickelt wurde, auf diese Zwei-Klick-Lösung aufgebaut hat, die Sharif- oder Sheriff-Lösung. Diese Weiterentwicklung, die Sheriff-Lösung, wurde von der Zeitschrift CT entwickelt, die auch aus dem Heise Verlag ist. Und diese ist einfach schon mal optisch wesentlich ansehnlicher, weil dort dann die Buttons auch in der Farbe des jeweiligen Netzwerkes gestaltet werden können. Deswegen war sie allein deswegen schon mal wesentlich beliebter. Und dort ist es so, da benötigt man nur noch einen Klick. Da geht es nicht mehr um zwei Klicks. Und es ist eine Grafik eingebunden. Und wenn man auf diese Grafik klickt, wird quasi ein Link aktiviert, so dass man weitergeleitet wird auf die Seite. Der Button selbst sammelt keine Daten, wie es der normale Social Media Plugin gemacht hat, also wie der normale Like-Button, der von Facebook angeboten wurde. Der Button hier sammelt keine Daten und leitet die nicht an Facebook weiter, sondern wenn man hier beispielsweise einen solchen Sheriff-Teilen-Button geklickt hat, dann wurde, wie gesagt, dieser Link aktiviert und dann wurde man in einem Pop-up oder in einem neuen Fenster, ging dann die Seite des jeweiligen Netzwerkes, wie hier Facebook, auf und dort, wenn man schon eingeloggt war, war man direkt da, ansonsten musste man sich erst einloggen und dann wurden dort erst die Daten gesammelt, also auf der Facebook-Seite und nicht auf der Seite des Website-Betreibers, der diesen Button eingebaut hatte. Deswegen war dies natürlich eine wesentlich datenschutzfreundlichere oder ist eine wesentlich datenschutzfreundlichere Lösung. Die Problematik des Einholen einer Einwilligung für Cookies, vor allen Dingen für Tracking-Cookies, die bezieht sich ja nicht nur auf Social-Media-Plugins, sondern auf sämtliche Analyse-Tools und Tracking-Tools. Und daher, weil das wohl jetzt kommt, ja, weil es relativ sicher ist, dass die Tendenz doch sehr, sehr stark dahin geht, dass man zukünftig eine Einwilligung benötigt, gibt es immer mehr und mehr Anbieter, die sogenannte Cookie-Opt-in-Banner gestalten oder anbieten, sogenannte Consent-Banner auch genannt. Die unterscheiden sich von dem typischen Cookie-Banner, den man von früher kannte. Früher war es so, da stand einfach nur die Information, dass Cookies gesetzt werden und dass man damit dann automatisch einverstanden ist und dass man Informationen darüber bekommt und wo man gegebenenfalls die Cookies ausschalten kann. Das hieß, dann wenn ihr eine solche Seite aufgerufen habt und der Cookie-Banner zu sehen war, dann waren die im Hintergrund, die Cookies wurden schon geladen. Dieses Cookie-Banner reicht nicht aus. Das ist nicht die Einwilligung, die zukünftig notwendig sein wird, sondern dafür braucht ihr diese sogenannten Cookie-Opt-in-Banner. Das heißt, hier taucht dann, wenn jemand eure Seite aufruft, kommt als allererstes dieses Cookie-Banner und es werden, solange ihr nicht aktiv gesagt habt, ja, wir sind damit einverstanden, werden diese Cookies auch nicht geladen. Es gibt dann einerseits die Möglichkeit, haben vor allen Dingen, sage ich mal, Zeitungen, die können sagen, okay, ihr entweder stimmt ihr den ganzen Cookies zu, den Tracking-Maßnahmen, oder ihr könnt auch cookiefrei bei uns tätig sein, wenn ihr dafür ein Abo abschließt. Ja? Ansonsten, wenn man diese Möglichkeit nicht wählt, ja, kann man jemanden grundsätzlich nicht dazu zwingen, eine Seite ohne Cookies zu verwenden. Eine Seite nur mit Cookies zu verwenden, kann man grundsätzlich nicht zwingen, wenn man ihm keine Alternative bietet. Ja? Wenn ihr jetzt keine Abos abschließen lassen wollt über eure Seite, weil ihr beispielsweise nur eine reine Informationsseite habt oder eine Dienstleistungsseite, dann macht das natürlich wenig Sinn. Dann müsst ihr in dem Fall tatsächlich ein richtiges Cookie-Opt-in-Banner
könnt ihr dort schalten lassen. Und da könnt ihr dann auch sämtliche Tracking-Cookies von den Usern ein- oder ausschalten lassen. Und damit habt ihr eine Einwilligung. Das wird dann auch dementsprechend von den jeweiligen Cookie-Banner-Dienst auch dementsprechend dann quasi notiert, sodass ihr auch dann den Nachweis dafür habt, dass unter dieser IP-Adresse der User auch tatsächlich seine Einwilligung geleistet hat. Ist wohl, gehe ich mal davon aus, so der Weg der Zukunft. Ja? Nicht, dass man hier für jedes einzelne Tracking-Tool einzelne Zwei-Klick- und Sheriff-Lösung oder etc. einbaut, sondern dass man es sich einfacher macht, dass komplett am Anfang über ein solches Cookie-Banner dann der User, der Besucher, für sich dann auswählen kann, mit was ist er einverstanden, was von ihm getrackt wird und was nicht. Eine weitere Lösung wäre natürlich die einfachste Lösung. Ihr schmeißt einfach sämtliche Social Media Plugins raus, die Cookies setzen und Daten sammeln. Macht dann Sinn, wenn ihr die überhaupt nicht nutzt, beziehungsweise eure User diese Social Media Plugins gar nicht verwenden, wenn die quasi verwaist auf eurer Seite stehen. Warum solltet ihr euch dann den Aufwand machen, dort irgendwelche Datenschutzlösungen einzubauen, damit ein solches Plugin überhaupt installiert werden darf, wenn es gar nicht verwendet wird? Das müsst ihr für euch eine Risikoabwägung dann auch und auch eine wirtschaftliche Abwägung vornehmen. Dahingehend, wollt ihr diese Plugins überhaupt noch nutzen? Werden sie tatsächlich zahlreich genutzt oder ihr sagt zum Beispiel, wir müssen bei uns YouTube-Videos einbauen, benötigen wir oder das reichert einfach unseren Content an, dann müsst ihr eine Lösung finden, wie beispielsweise die Sheriff-Lösung oder die Zwei-Klick-Lösung, damit ihr solche Social-Media-Plugins einbaut oder eine Gesamtlösung, dass ihr wirklich tatsächlich dann über Cookie-Opt-in-Banner dementsprechend dann Einwilligungen zukünftig einholt, die kommen werden. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich, wie gesagt, Gerichte und auch spätestens wahrscheinlich in der E-Privacy-Richtlinie der Gesetzgeber sagen wird, dass für diese Tracking-Tools zukünftig die Einwilligungen notwendig sind. Was haben wir jetzt aus dem EuGH-Urteil gelernt? Einerseits der EuGH sagt ganz klar, ja, es liegt eine gemeinsame Verantwortlichkeit vor. Ja, ähnlich wie bei der Fanpage-Frage. Das bedeutet für euch, ihr braucht einen Joint Controller Agreement, um überhaupt solche Social-Media-Plugins einzubauen. Die bestehen bis auf für den Fanpage derzeit nicht. Das heißt, allein da haben wir ja schon ein großes Haftungsrisiko. Ob jetzt tatsächlich die Datenschutzbehörden jetzt massiv dagegen vorgehen werden, werden wir sehen. Ich glaube es derzeit noch nicht. Bisher sind so gut wie noch keine Verfahren bekannt. Aber das wird sich natürlich zukünftig, wird sich das sicherlich häufen. Aber ich gehe auch davon aus, dass jetzt nach und nach dann die einzelnen Social-Media-Dienste nach und nach diese Joint Controller Agreements stellen werden und die werdet ihr dann automatisch, die müsst ihr nicht mit denen abschließen, die werden automatisch Bestandteil der AGBs, die ihr mit den einzelnen Diensten abgeschlossen habt. Was haben die noch klar und deutlich gesagt? Ihr müsst eure User darüber informieren. Das war ja im Vorhinein eigentlich auch schon relativ klar gewesen. Wenn ihr solche Social Media Plugins einbaut, dann müsst ihr auch im Rahmen der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, welche Daten gesammelt werden, wo die hingehen und auf welcher Rechtsgrundlage ihr euch stützt. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden. Ja, derzeit ist es, wie gesagt, in Deutschland noch offen, berechtigtes Interesse oder eine Einwilligung. Ich sage noch offen, aber die Tendenz geht ganz, ganz klar Richtung Einwilligung. Deswegen mein Tipp an euch, an die Verantwortlichen. Setzt euch hin und überlegt euch, welche der genannten Lösungen, die ich eben vorgestellt habe, für euer Unternehmen, für eure Website die beste ist. Nicht, dass ihr auf einmal da sitzt und dann heißt, hier gibt es plötzlich ein Verfahren nach dem anderen, weil keine Einwilligung eingeholt wird. Das hat uns keiner gesagt. Jetzt habe ich es euch gesagt. Und es gibt, wie gesagt, genug Möglichkeiten und man muss sich sowieso damit auseinandersetzen, weil es geht hier, wie gesagt, nicht nur um die Social Media Plugins. Der EuGH hat mal so ganz nebenbei gesagt, bei sämtlichen Cookies, die nicht zwingend notwendig sind, und da geht es ja, wie gesagt, nicht nur um Social Media Plugins, sondern vor allen Dingen um Analyse- und Tracking-Cookies, ja, also auch Google Analytics oder sonstige Tracking-Tools werden zukünftig wohl immer eine Einwilligung benötigen. Deswegen sollte man sich jetzt schon mit der IT zusammensetzen oder mit Dienstleistern und für sich das passende Cookie-Opt-in-Banner gestalten lassen oder den Dienst aussuchen, der für euch das Beste bietet. Ich hoffe, ich konnte
trotz dieser nicht ganz einfachen Thematik und weil mal wieder es auch nicht ganz eindeutig entschieden wurde, trotzdem euch so ein bisschen darüber aufklären, wohin geht die Tendenz, was solltet ihr als Unternehmen am besten machen, wenn ihr zukünftig nicht nur den Like-Button, den ja viele schon gar nicht mehr drauf haben, aber andere Social-Media-Plugins oder Einbettungen wie YouTube-Videos haben und vor allen Dingen auch Tracking-Tools verwendet, was das für euch für die Zukunft bedeutet. Ich hoffe, das konnte ich so ein bisschen näher euch darlegen. Und ich freue mich auch, wenn ihr wieder beim nächsten Video einschaltet.